Wir stehen vor dem Altar des Lichts und somit auch vor Kingdom Hearts, zusammen mit Donald, Goofy und Riku, der sich mittlerweile wieder zurückverwandelt hat. Und jetzt statten wir Xemnas einen Besuch ab. Oh, mein Kingdom Hearts. In Trümmern. Jetzt muss ich wieder ganz von vorn anfangen. Krieger des Schlüsselschwerts, rückt aus und bringt mir noch mehr Herzen. Niemals! Bewohner des Lichts, antwortet mir, warum hasst ihr die Dunkelheit? Nun, wir hassen sie nicht. Sie ist bloß irgendwie unheimlich. Aber die Welt besteht aus Licht und Schatten. Ohne das eine gibt es das andere nicht. Denn Dunkelheit ist die Hälfte eines Ganzen. Da fragt man sich schon, warum wir uns vor der Dunkelheit fürchten. Wir fürchten uns vor dem, was in ihr lauert. Dann erlaubt mir noch eine Frage. Ihr akzeptiert die Dunkelheit, lebt aber im Licht. Warum verabscheut ihr uns, die wir an der Grenze des Nichts taumeln? Uns, die von Licht und Schatten abgewiesen wurden, ohne die Wahl gehabt zu haben? Ganz einfach. Weil ihr Chaos in unsere Welten bringt. Mag ja sein. Aber sagt, gab es denn je für uns einen anderen Weg? Jetzt hör aber auf! Ihr seid niemande, ihr existiert gar nicht. Wozu also Trauer heucheln? Sehr gut. Dir entgeht aber auch nichts. Ich empfinde keine Trauer. Egal welches Leid der Welt widerfährt. Egal was ihr denkt. Was ihr fühlt oder wie ihr vergeht. Leute! Okay, Freunde, es geht los. Der Kampf gegen Xemnas. Na. Scheiße. Wir sind gefangen. Aber wir starten das Duell. Wir wagen es. Ich habe zu früh gedrückt, weil eigentlich kann man ihn hier, glaube ich, treffen. Und wir haben uns gegenseitig noch nicht getroffen. Doch er mich ein bisschen, glaube ich. So wie es ausschaut. Aber jetzt fange ich an mit meinen Kombos. So. Ha. Ups, das wollte ich nicht. Wollte eigentlich mein Schutzschild aktivieren. Alter. So. Tut mir leid, Freunde, dass ich so still bin, aber ich konzentriere mich gerade ziemlich, damit wir diesen Kampf auch nicht verlieren. Na.
Sehr schön. Souverän bis jetzt. Aua, ich habe gedacht, jetzt kommt irgendwas Spezielles. Aber wohl doch nicht. Aua. Scheiße, okay. Okay, wir sind bereit. Gnadenstoß. Scheiße, warum? Hä? Warum hat das nicht geklappt? Ich hab doch gedrückt. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden, warum das nicht geklappt hat. Aber okay, wahrscheinlich lag es mal wieder an der Tastatur, weil die reagiert ziemlich spät. Okay, aber alles insgesamt ist der Kampf ziemlich souverän. Ja, außer, dass ich das nicht ganz so predikten kann, wenn er das Schild macht und wenn er angreift. Alter. Scheiße. Okay. Okay, jetzt probiere ich das nochmal. Und ich sag sogar, wenn ich drücke. Ich drücke. Jetzt. Okay, dieses Mal hat's geklappt. So, jetzt können wir sogar noch eine Combo reindrücken. Und das war's mit Xemnas Maximum MP gestiegen. Sora, antworte! Alles in Ordnung? Wo ist Xemnas? Höre mich, Kingdom Hearts. Wir müssen wieder von vorn beginnen. Aber sei versichert. Ich werde dir so viele Herzen wie nötig darbringen. Wisse, du brauchst mich und ich dich. Nur so sind wir vollkommen. Erhöre mich, Kingdom Hearts. Verleih mir deine Macht, damit wir vollständig werden. Die Macht, die Narren auszulöschen, die uns daran hindern. Xemnas, nein! Herzen erbeben vor Hass. Xemnas, nicht! Herzen lodern vor Wut. Du hast Gegner, Verdammt!
Herzen zerfressen von Neid. Dieser Narr Anzen sagte, das wahre Wesen des Herzens entziehe sich seinem Verständnis, aber nicht meinem. Herzen sind der Quell aller Macht. Xemnas, willst du dich vor uns verstecken? Wir dürfen ihn auf keinen Fall entkommen lassen. Seht doch nur! Was geschieht nur? Kingdom Hearts! Kommt! Xemnas muss da drin sein. Die Welten haben uns diese Tür geschickt. Sie legen ihr Schicksal in unsere Hände. Wenn wir da durchgehen, gibt es kein Zurück. Nur Sieg oder Untergang. Und Sora, bist du bereit? Wir sind bereit. Gemeinsam werden wir Xemnas auf die Fresse hauen. So, tja, Freunde, jetzt stehen wir hier auf der Spitze des Schlosses und gucken uns Kingdom Hearts an. Ich werde aber hier mal weggehen, weil wir haben noch etwas zu tun. Bevor wir das hier tun, oder warte mal. Nö. Wir ziehen das durch. Komm. Ja, Freunde, wir werden Kingdom Hearts jetzt abschließen, sprich, wir werden die Story beenden, hoffentlich Xemnas besiegen. Allerdings haben wir noch einiges zu tun. Da wären zum Beispiel verschiedene Cups in Herkules oder eine Seite von Winnie Pooh. Oder was da auch noch wäre, Ultima zu schmieden und Sephiroth zu besiegen. Das, meine Freunde, werden wir alles noch tun. Aber jetzt werden wir die Geschichte abschließen, denn wir sind so weit gekommen und jetzt wegzulaufen wäre einfach nur falsch. Erinnerst du dich, wie es vor einem Jahr war? Wir standen uns gegenüber. Du auf der einen, ich auf der anderen Seite dieser Tür. Jetzt stehen wir Seite an Seite. Lass uns diesmal gemeinsam nach Hause gehen. Das werden wir. Tür öffnen. Hinter dieser Tür liegt der Anfang vom Ende eurer Reise. Ich bin bereit. Bringen wir es zu Ende. Sei bereit, Xemnas. Alles endet hier. Nun, eure Herzen haben euch offenbar zur Auslöschung verdammt. Es zahlt sich wohl nicht aus, stets seinem Herzen zu folgen. Das werde ich mir merken müssen. Nein! Wir besiegen ihn auch so. Okay, Freunde, es geht los. Der letzte Kampf gegen Xemnas.
bricht an. Dieser Part wird vermutlich einiges an Überlänge haben, aber das ist egal, da es der letzte Part sein wird. Der kommt von Kingdom Hearts. Naja, zumindest vorübergehend, bis ich alles bereit gemacht habe für den Rest. Und das halt der letzte Part der Story ist. Da spielt es keine Rolle. Mann, ich muss früher... Ich kann nicht früher drücken, das geht nicht. Ja. Wir rushen nach vorne. Und gehen weiter. Xemnas entgegen. Zusammen mit Goofy. Und Rico. So, und wie viele Häuser zerschneiden wir hier noch, bevor wir darauf kommen? Okay, das hier ist ein bisschen tricky. Wie war das nochmal? Energiestatus, genau. Wir müssen diese Viecher da reinhauen. Wenn wir sie einmal anhitten, sterben sie und fallen in den Propeller rein oder in dieses Energiedüsending rein. Deswegen so schnell wie möglich so viele Herzlose oder Niemande beziehungsweise da reinhauen. Achtung, Gefahr. Versuche mittels Stuntrolle. Ja, genau. Auszuweichen. Schaut euch mal nur diese Location an, Freunde. Wir befinden uns in nirgendwo. Einfach nur krass. Resisten die etwa die Magie? Krass, okay. Die resisten das alles. Hä, die resisten komplett alles? Das ist ja behindert. Okay, das hier ist jetzt, war jetzt nicht gerade so gut. Aber okay, haben wir wieder was gelernt. Und jetzt hauen wir den Rest hier weg. So, und ein richtig krasses Klavierstück am Start. Okay. Das gesamte Ding explodiert. Jetzt ist der zweite dran. Okay, wir müssen das töten, bevor die Energie fertig ist, weil sonst haben wir ein krasses Problem. Wo springen wir denn hin? Alter, Sora, jetzt triff doch mal was, bitte. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Ah, wahrscheinlich wieder zurück. Ja, okay. Okay, dann ist alles okay. Dann ist alles klar. So, jetzt aber, komm. Die restlichen hier. So, jetzt aber, komm. Das reicht. Okay, Angriffskraft. Blitzboost. Sehr schön. Level 53. Wir springen weiter. Schalte den Energiekern aus. Okay. Dazu werden wir die Heldenform verwenden. Sehr gut. So können wir sie nämlich gleich noch ein bisschen trainieren. Und wir kloppen die Herzlosen sehr schnell weg. Magiekraft, Abwehrkraft, Riku. Okay. So, jetzt können wir hier reinhauen. Sehr schön, sehr schön. Okay. Das war gut. Da kam was von oben. Und
Okay, dieser Berserker muss weg. Und der ist gefährlich. Okay, das war's. Okay, ich werde ein zweites Mal Drive machen. Komm schon, komm aus der Erde. Sehr gut. Okay. Und Abschlusskombo und nochmal. Sehr schön. Der Energiekern wurde ausgeschaltet. Okay, und jetzt? Oh, scheiße. Vormarsch. Okay. Was sitzt denn da bitte? Ein König auf dem Thron? Tja, wir haben schon mal einen König vom Thron gestoßen. Das werden wir wieder tun. So. Zack. Ach du Scheiße, was machen denn Gimmicks-Figuren hier? Uiuiui. Boah, das war knapp. Aua. Ach du Scheiße, das sind Karten. Alter Schwede, was macht hier so krassen Schaden, Mann? Jetzt kommen die Dinger von Xigbar noch. Xaldi, meine ich. Krass, boah. Nein, verfickte Scheiße, Alter. Jedes Mal diese scheiß Antiform, das gibt's doch nicht. Junge. Ja, jetzt werde ich jämmerlich verrecken, Alter. Außer ich schaffe es lang genug wegzurennen. Alter, jedes Mal diese verfickte Antiform, ich glaub's nicht. Zwei von drei Mal. Und immer bei den Bosskämpfen. Krass wegkommen hier. Der benutzt die Mächte von allen Organisationsmitgliedern. So, jetzt sind wir zurück. Und das war's. Ein Stoß ins Herz. Ich brauche mehr Wut. Ich brauche mehr Herzen. Xemnas, ein Herz besteht nicht nur aus Wut oder Hass. Es birgt viele Gefühle in sich. Hast du das vergessen? Bedauerlicherweise habe ich das. Ihr habt euch alle wacker geschlagen. Du kommst doch mit uns zurück, oder? Ich gab mich der Dunkelheit hin. Riku! Wie nur soll ich allen in die Augen sehen? So zum Beispiel. Ha 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 ha.
Schnell! Ich schaffe uns einen Weg. Du gehörst nicht mehr ins Reich der Dunkelheit, Riku. Und wie kommen wir von hier weg, Eure Majestät? Wer war das? Ich bin mir nicht sicher, aber wir sollten uns beeilen und durchgehen. Hey. Wartet auf mich! Behalt euch! Danke, Namine. Gern. Siehst du, wir sehen uns wieder, wie versprochen. Du sagtest, wir sehen uns wieder. Aber wenn es soweit ist, erkennen wir uns vielleicht nicht. Stimmt, meine Worte. Aber ich hab dich erkannt. Schon komisch. Ich glaube, ich verstehe. Ich sehe mich selbst so, wie du mich in Erinnerung hast. Und du siehst dich, wie ich dich in Erinnerung habe. Ich dachte immer, niemande wären dazu verdammt, sich in Dunkelheit aufzulösen. Ja, aber nicht wir beide. Wir trafen unser ursprüngliches Ich. Dann können wir uns ja wiedersehen. Richtig. Immer wenn Sora und Kairi zusammen sind. Das werden wir jeden Tag sein, stimmt's, Sora? Ja. Fang dich wieder. Du und er. Ihr seid du. Los, gehen wir nach Hause. Riku, auf geht's. Ja. Sora, Riku! Was? Ja, wie es eben so ist, muss man gegnerische oder Endgegner bei Square Enix nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern meistens ganze dreimal besiegen. Und das werden wir jetzt gleich tun. So, können einen Laser abfeuern, absorbieren. Okay. Ah, okay. Ich sehe schon. Okay, wir brauchen viel Energie. Okay.
Ja, würde mal wieder so ein Ding kommen? Okay, ich warte, bis der irgendwie stillsteht. Mega Laser. Okay. Okay. Benutze den Laser, um die Gegner in der Distanz zu besiegen. Ja, das werden wir tun. Kann man das nicht absorbieren? Schade. Ja, schieß doch mal was, bitte. Alter, immer wenn ich angreife, schießen sie und wenn... Und wenn ich die ganze Zeit blocke, passiert nichts. Alter, jetzt schon wieder. Ich habe eine Sekunde nicht geblockt und da schießen alle. So, sehr schön. Jetzt haben wir genug für den Mega-Laser. Den setzen wir jetzt ein. Sehr schön. Okay, eins ist weg. Ah, können wir vielleicht die hitten? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, oder? Okay. Ja, man kann sie hitten. Und die fallen dann da rein. Okay. Das ist also der Sinn von denen. Okay, das könnte ein bisschen knapp werden vom Leben her, habe ich das Gefühl. Boah, Alter, dieser Laser. Krass, was der alles über abzieht, ey. Okay. Also, dass man mit so einem kleinen Gerät so einen riesen Drachen auseinandernehmen kann, das heißt schon was. Okay, hallo? Boah, ich brauche dringend Energie. Alter, jedes Mal, wenn ich genau drauf hau. Das ist so behindert. Ich brauche dringend Leben, Mann. Ich hab fast nichts mehr. Alter, scheiße. Sterbe ich jetzt hier oder was? Okay.
jetzt müssen wir den anderen Flügel noch zerstören. Ja klar, der kann mit einem Flügel fliegen, ja, ja. Das ist wohl ganz gut aufgepasst in Biologie. Das könnte richtig knapp werden, Mann. Ich kann mich nicht heilen. Das ist so behindert. Okay, ich habe Hälfte der Energie voll. Scheiße. Ich habe den Flügel verfehlt. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Fuck. Alter, jedes Mal, wenn ich schlag, kommt so eine scheiß Energiewelle. Alter, das wird so knapp. Alter. Okay, wir haben es wohl geschafft, aber richtig knapp. Mann, Mann, Mann. Puh. Schon wieder dieser König. Und da ist es weg. Tja, zurück gibt's jetzt wohl keins mehr. Dass wir alles immer zwei, dreimal töten müssen, ey, das ist so dumm. Ich wollte gerade sagen, ey, was ist denn da los? Ich war lowlife. Was? Nicht runterfallen, Alter. Bist du behindert? Helf mal Riku, anstatt dich hier runterdrängen zu lassen. Okay, Drive kann ich hier vergessen. Ach du Scheiße, okay. Das Nichts wird ewig. Verdammt, boah. Bist du sicher, dass du Riku trauen kannst? Klar kann man das. Riku ist mein bester Freund. So. Aua. Scheiße, wie macht man das denn noch gleich? Konnte man da nicht irgendwie... Da musste man doch irgendwie was zerstören, oder? Hä, aber wie ging denn das? Weil wenn ich so hingehe, dann geht es nicht. Jetzt dahin? Ich meine, da muss irgendwie eine Dreiecksdingens existieren, oder?
Aber es geht nicht. Warum hasst ihr die Dunkelheit? Okay. Ach so, muss ich da runterfallen oder was? Hä? Muss ich das kapieren? Hier war doch immer so... Hier musste man doch... Man musste doch irgendwie Gebäude auf ihn schmeißen, aber wie ging das? Das geht ja gar nicht. Ich bekomme hier nichts angezeigt. Okay, jetzt hat er sich umgedreht. Irgendwie, okay. Naja, ist ja wurscht. So. Ah, scheiße, Alter. Jedes Mal, wenn ich das mache, bin ich irgendwo hier oben. Das ist so scheiße. Okay, jetzt greifen wir aber an. Ja, das gibt's doch nicht. Das ist viel zu schnell. Ah, Moment, jetzt sind die da. Jetzt sind diese Gebäude da. Warum waren die vorher nicht da? Bist du nicht neidisch auf Sora? So, jetzt schnell, komm. Jetzt aber. Okay, abziehen tut er nicht so viel. Ach, Sora, du mit deinem Megasprung, Alter. Oh, Junge. Hör mal auf mit diesem behinderten Schild. Sora, jetzt geh nicht immer da hoch, Mann. Warum kann ich ihn jetzt zum Teufel nicht angreifen? Was ist jetzt los? Ja, klar. Herzen sind Macht. Das Nichts. Okay, da hinten. Okay, schaffen wir es noch? Schaffen wir es noch? Ja, sehr schön. Alter, dieser Part wird lang. Oh, jetzt lass mich mal weg. Okay, ich weiß, wie ich zu ihm komme. Nicht mit normalen Dingen, sondern mit dem hier, genau. Hey, jetzt lass mich doch einmal angreifen, Mann. Okay. Doppelstich in die Eier, das sollte genügen. Ist er endlich tot? Helden aus dem Reich des Lichts, ich werde nicht zulassen, dass alles endet. Nicht so. Wenn Licht und Dunkelheit ewig wären, dann wären auch das Nichts und die Nichtigen auf ewig. Du hast recht. Licht und Dunkelheit wären ewig. Das Nichts mag auch auf alle Zeiten bestehen. Aber weißt du was, Xemnas?
Deswegen wärst du noch lange nicht ewig. Aber euer strahlendes Licht soll das wohl, ja? Natürlich nicht. Jetzt... Wut und Hass sind die Wahrheit. ...kommt der finale Kampf, meine Freunde. Gehen wir zusammen. Wo ist er? Hier. Okay. Gemeinsam mit Riku gegen Xemnas. Okay, dieser Typ ist echt stark. Ich wollte gerade heilen. Riku hat seine Potion verschwendet, aber wurscht. So, schön. Okay. Sehr schön, wie das funktioniert. Sehr, sehr gut. Ach du Scheiße. Uiuiui. Wo ist er? Alter, wo ist der? Da. Okay, aber meine Freunde, das wird noch viel schwieriger. Keine Angst. Xemnas hat nämlich böse Attacken drauf. Alter Schwede. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt hat er mich. Und jetzt, meine lieben Freunde, müssen wir Sora retten. Und zwar mit Riku. Okay, er kann springen. Und er kann angreifen. Wie kam man nochmal dahin? Alter Scheiße. Ich muss schnell zu Sora. Sonst zieht er ihn immer mehr ab. Jetzt unterbrechen wir. Scheiß Verbindung. Ist das schon alles? Sehr schön. Alter, was würden wir hier mit Dreischlag machen? Das wäre krass. Naja gut, wie ich habe Zeit. Damit sich meine MP aufladet. Das ist ziemlich gut, was Xemnas hier macht. Zeit schinden. Denn so kann ich mich wieder schneller heilen. Ah. So. Schnell am Arm kratzen. Alter, wie man ihn einfach nicht blocken oder predikten kann, Mann. Das ist so krass. So, jetzt aber komm. Alter.
Alter, jedes Mal! Du kannst dem Scheiß nicht ausweichen. Okay, danke, Riku. Och, scheiße, Freunde. Sorry, dass ich so still bin, aber wie gesagt, ich muss mich richtig krass konzentrieren gerade. Alter. So, jetzt aber komm. Man kommt nicht an den Typen ran, das ist krass. Jetzt aber. Scheiße, nein. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Okay, wir haben uns geheilt und weichen jetzt aus. Er darf mich nicht erwischen, wenn ich Lowlife bin, weil sonst habe ich mit Riku keine Zeit. Alter. Ich denke jedes Mal, ich hab ihn und dann verschwindet er vor meinen Augen. Okay. Warum stirbt er nicht? Warum? Ach du Scheiße, wie ich die Tasten hämmer. Krass! Durchhalten, Scheiße! Alter! Fuck! Okay, der letzte Gnadenstoß. Verfluchtes Schlüsselschwert. Das war's für dich, Xemnas, ein für alle Mal. Wir haben's geschafft! Du solltest dich nicht zu früh freuen. Sora, ich kann nicht. Sag kein Wort mehr. Es ist nicht vorbei. Niemals. Wie kannst du das sagen? Selbst wenn wir noch die Kraft hätten. Sieh doch, wo wir sind. Ach was, Riku. Du warst einfach zu lange in der Dunkelheit. Versuch doch positiv zu denken. Sora? Hm? Bring uns raus. Ja. Weißt du, ich war immer der Meinung, ich kann vieles besser als du. Echt? Hm. Bist du sauer? Nein. Ich fand eigentlich auch immer, dass du alles besser kannst als ich.
Riku, schau! Was ist das für ein Licht? Das Ende der Straße? Ja. Lass mich runter. Ich kann laufen. Vielleicht hat die Dunkelheit auch Besitz von mir ergriffen. Riku! Diese Welt ist ideal für mich. Wenn das die Welt ist, wie sie wirklich ist, nur das, dann sollte ich mich vielleicht doch der Dunkelheit ergeben. Riku! Wenn die Welt aus Licht und Dunkelheit besteht, sind wir die Dunkelheit. Ja. Die andere Seite? Das Reich des Lichts ist jetzt sicher. Kairi, der König und die anderen sind dort. Genau das meine ich. Hey, Sora. Hilfst du mir? Ich möchte runter zum Wasser. Zumindest klingen die Wellen noch wie früher. Was ich vorhin gesagt habe, von wegen, dass ich vieles besser kann als du. Hm? Um ehrlich zu sein, Sora, ich war neidisch auf dich. Wieso denn? Ich wünschte, ich könnte so leben wie du. Einfach nur meinem Herzen folgend. Naja, aber auch ich habe mit Problemen zu kämpfen. Zum Beispiel? So sein zu wollen wie du. Nun, ein Vorteil hat es, ich zu sein. Etwas, was ich dir voraus habe. Ach ja? Was denn? Ich habe dich zum Freund. Na dann, bin ich auch mit mir zufrieden. Ich hab dir nämlich genauso was voraus. Sora? Hm? Ich glaube, der ist für dich. Ich denke stets an dich, wo du auch bist. Wir beten, dass all die Sorgen schwinden. Und hoffen, dass unsere Herzen verschmelzen. Nun schreite ich voran, um diesen einen Traum zu verwirklichen. Aber wer weiß... Vielleicht ist es nicht so schwer, eine neue Reise anzutreten. Oder hat sie gar schon begonnen? Es gibt so viele Welten, doch sind sie alle verbunden. Unter demselben Firmament, mit demselben Schicksal. Licht. Die Tür zum Licht.
wir gehen gemeinsam. Ja. Eine Geschichte oder auch eine Legende, genauso wie die zwei Teile vor ihm. Die Handhelds sind nicht schlecht, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Sie tragen auch viel zur Geschichte bei und erklären einige Sachen, die in den Konsolenteilen nicht erklärt werden. Man sieht auch einige Charaktere nur da. Dennoch verleihen sie dem Spiel leider nicht so einen Tiefgang wie die Hauptspiele und deswegen habe ich sehr hohe Erwartungen an Kingdom Hearts 3. Wir sehen, alle treffen sich wieder. Der König und die Königin. Donald und Daisy. Ob auch Goofy irgendwann mal wieder eine Frau haben wird? Tja. Heinapens Olette. Was die wohl tun? Zusammen mit Cypher, Vivi, den ganzen Leuten. Ja, Kingdom Hearts ist einfach nur eine riesige Reise. Eigentlich genau wie Dragon Quest. Ich bin sehr, sehr stolz und auch sehr glücklich, dass die Menschheit solche Studios hat, wie Square Enix eins ist. Denn Square Enix schafft es, Geschichten herzuzaubern, die ganze Reisen sind. Ich meine, das sind Stunden, wo man auf Reise ist, viel entdeckt, viele Leute kennenlernt. Und nicht wie in anderen Spielen, sondern wirklich, wirklich gut erzählt. Klar, es gibt ein paar Sachen, die sind ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen, aber das muss so sein. Es kann nicht für alles irgendwie eine Erklärung geben oder so. Was es aber tut bei Kingdom Hearts, also in Kingdom Hearts gibt ziemlich viel einen Grund und es gibt fast keine Zufälle so. Es ist alles miteinander verbunden, was noch viel komplizierter wird in den folgenden Teilen, aber alles an sich ein sehr schönes Spiel. Es ist nicht umsonst meine Lieblingsreihe von Spielen überhaupt. Es verbindet Kindheit und, naja, das moderne Japano-Final Fantasy-Genre. Und jedes Mal, wenn ich es spiele, fühle ich mich wie 10 Jahre alt, als ich all diese Filme mit meinem besten Freund oder meiner Familie gesehen habe. Nicht nur das, auch als ich das Spiel an sich gespielt habe mit meinen besten Freunden. Es enthält sehr viele Erinnerungen, sehr viel Gesprächsstoff aus auf dem Pausenhof damals. Meine Güte, was haben wir über dieses Spiel gewährweist und geredet und was auch immer. Und jedes Mal, wenn ich einen Film sehe, dann erinnerte er mich auch an Kingdom Hearts. Tja, meine Frage an euch, wie fandet ihr Kingdom Hearts 1, 2? Welchen Teil fandet ihr vielleicht besser? Kann man sie überhaupt vergleichen? Und was die größte Frage ist, wie fandet ihr das Let's Play? Ich habe mich sehr, sehr bemüht um eine gute Qualität, auch wenn es nicht immer ganz funktioniert, weil es halt einfach mal ein Emulator ist und dieser Emulator sehr, sehr viel Leistung braucht und was auch ab und zu in Ruckeln ausartet, wie man
sehr oft merkt. Vor allem bei Zwischensequenzen ist es eigentlich unmöglich, ohne alle 20 Sekunden einen kurzen Freeze zu haben. Also das ist wirklich krass, was der Emulator braucht. Sogar mit den neuesten und schonendsten Programmen. Also wenn man das in so einer Qualität abspielen möchte, dann hat man halt einfach, tja, mit Konsequenzen zu rechnen. Das war bei Dragon Quest schon so, das war in Kingdom Hearts 1 so, das ist auch hier wieder so. Leider. Aber ich habe trotzdem versucht, mein Bestes zu geben, oder ich habe mein Bestes getan, qualitativ hochwertiges und kommentartechnisch interessantes Let's Play für euch zu gestalten zu einem meiner Lieblingsspiele, Kingdom Hearts. Und ich hoffe wirklich, dass es euch gefallen hat, dass ihr es, ich weiß nicht, vielleicht weiterempfiehlt und euch auch dran erinnert, es als gemeinsame Reise mit mir zusammen, eurem Kommentator, ansieht und wer weiß, vielleicht irgendwann sogar euren Kindern zeigt, wenn sie denn Kingdom Hearts schon nicht selbst spielen. Und ich hoffe, man wird sich noch lange an das erinnern. Ich hoffe auch, dass HD-Versionen rauskommen, etc., 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 dass dieses Spiel niemals in Vergessenheit gerät, denn das wäre eine Schande. Genauso wie die heutigen Disney-Filme. Und wir sehen, es tut sich was in den Geschichten. Die nächste Generation bricht an, zumindest für Simba und seine Frau Nala. Ach, Freunde, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es tut mir auch leid, dass ich sehr still war. Ich habe mittlerweile, ich weiß nicht, es sind jetzt mittlerweile circa 15 Parts, die ich hintereinander aufgenommen habe. Und ihr könnt euch vorstellen, 15 mal eine halbe Stunde, das gibt einige Stunden, die ich jetzt gezockt habe, wie ein Behinderter. Und die letzte Folge dauert jetzt schon eine Stunde und 15 Minuten. Das bedeutet, oder 13 Minuten, nee, 14, wenn man es genau nehmen will. Das bedeutet, ich bin jetzt schon mehr als eine Stunde alleine an dieser Folge dran, ja. Es tut mir wirklich leid, dass ich ein bisschen stiller war. Ich musste mich sehr, sehr konzentrieren, da ich einen souveränen Kampf liefern wollte. Und ich muss zugeben, dass ich ein wenig müde bin, denn es ist mittlerweile 15 nach 3 Uhr morgens und wie gesagt, ich nehme schon seit Stunden auf, ja, ich nehme seit, keine Ahnung, 18 Uhr auf, 17.30 Uhr sowas, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall schon sehr, sehr lange und das Spiel hat mich einfach gepackt und was soll ich sagen? Ich musste es durchsuchten. Ich wollte nicht aufhören, denn ich wollte in einem Rutsch das alles durchspielen. Sprich, die letzte Session durchhauen, damit ich auch emotional und irgendwie gedanklich bei der Sache bin, weil wenn man immer cuttet, dann, naja, ist man der Geschichte wieder etwas ferner. Ich bin sehr berührt vom Spiel wieder, wie als Kind schon und überhaupt. Und ja, ich kann nur sagen, danke fürs Zusehen, Leute. Echt. Ich liebe alle meine Abonnenten, die treu zu mir stehen. Ihr seid einfach die Besten. Danke für Square Enix, für so ein Hammerspiel. Und wir sehen uns bald bei Kingdom Hearts 3. Sich nicht viel verändert, hm? Nein, wird es auch nicht. So eine kleine Welt. Aber sie ist Teil einer viel größeren. Ja. Sag, Rico, was glaubst du war es? Die Tür zum Licht.
Das hier. Das hier? Ja. Sie ist immer näher, als man denkt. Sora! Riku! Was gibt's? Schaut! Vom König?